Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es auf meinem Kanal schon wieder weiter mit einem Tutorial. Und zwar wollen wir ja wieder ein Tuch häkeln, wie ihr in dem Vorspann schon gesehen habt. Ja, dieses Tuch ist wirklich diesmal wieder ganz einfach. Es wird auch wieder nach dem Musterprinzip gehäkelt, wie alle meine Tücher, also die ihr auf meinem Kanal hier findet. Das heißt, ihr könnt die auch untereinander kombinieren und ihr seht schon, der Mustersatz geht von hier bis hier. Das werden wir nachhäkeln. Das sind 9 Reihen, die wir immer wieder wiederholen werden. Genau. 9 Reihen? Ne, Reihe 1 wiederholen wir natürlich nicht. Also es sind 8 Reihen, die immer wiederholt werden. Okay, das ist wirklich ganz, 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 ganz einfach und ich habe dafür so Reste benutzt, also so dünnere Lace-Garne, die ich doppelt genommen habe, zum Beispiel das Einhorn-Garn von Teddy und noch ein anderes Lace-Garn, das ist dieses bunte und hier so eher dieses graue, was ich mit da reingearbeitet habe und hier das rosane ist ein Mohair-Rest-Bobbel gewesen, was ich irgendwo mal drin hatte, was ich auch mit verarbeiten wollte. Genau. Dieses Tuch häkeln wir jetzt einmal ganz einfach nach. Ihr braucht dafür, es ist ein Endlosmuster, also ihr könnt damit einer Bobbel arbeiten von 800 Metern, dann wird es ein bisschen kleiner. Ihr könnt aber auch ein 1000 Meter Tuch nehmen, dann kriegt es eine relativ normale Größe, sage ich mal. Und wer es richtig groß haben will, der probiert es doch einfach mal mit einer 1200er Bobbel. Und ob ihr da vierfädig oder dreifädig verwendet, ist eigentlich auch egal. Also bei vierfädig wird es noch ein bisschen größer. Das muss euch bewusst sein. Und bei dreifädig eventuell ein bisschen luftiger. So, dann habe ich hier Schere, Nadel, Häkelnadel liegen noch. Das braucht ihr natürlich auch alles. Ups, weg ist sie. Und ja, ich arbeite heute mit einem ganz einfachen Baumwollgarn. Das ist die Safari von Drops Design, mit der häkle ich mein Musterteil. Und zwar benutze ich dafür eine 4 mm Häkelnadel, damit ihr hoffentlich alles ganz gut seht. Und dann fangen wir schon an mit unseren Anfangsschlinge. Die sieht ja wie immer so aus. Sieht ja in jedem Video so aus. Da, wo beide Schlingen drauf sind, den Faden brauchen wir. Und den ziehen wir uns nicht zu fest. So. Ja. Dann schlagen wir 3 Luftmaschen an. 1, 2, 3. Gehen in die erste Masche, die wir gehäkelt haben, und machen eine Kettmasche. Schließen das so mit zur Runde. So, jetzt haben wir hier so ein kleines Knödelchen und damit fangen wir an. So, wir beginnen unsere Reihe immer mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Und jetzt arbeiten wir erstmal in diesen Mittelpunkt. 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 und 5. Das ist die erste Hälfte von unserem Tuch. Jetzt arbeiten wir die zweite Hälfte. Wir machen erstmal die Spitze mit 2 Luftmaschen und die zweite Hälfte wieder genauso, 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, ups, und das fünfte Stäbchen. So, jetzt kommt was, wo wir immer unser Tuch mit enden, nämlich mit einer Luftmasche und einem Stäbchen nochmal in den Ring rein. So sieht jetzt unser erste gehäkelte Reihe aus. Diese Reihe wiederholen wir nicht, das war unsere Vorbereitungsreihe. So, jetzt machen wir 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, wie ich gesagt habe, wie wir immer anfangen. Und hier, wo die Luftmasche von der Vorrunde kommt, da arbeiten wir 2 Stäbchen rein. Das machen wir auch in jede Runde. Das ist unsere Zunahme, die brauchen wir. Ja, 2 Stäbchen.
Nun arbeiten wir Kreuzstäbchen, indem wir eine Masche überspringen, in die zweite ein Stäbchen und nun ein Stäbchen in die übersprungene Masche. Nochmal Stäbchen in die eine überspringen, dann ein Stäbchen und ein Stäbchen in die übersprungene Masche. So, ein Stäbchen, weil wir ja da keine Masche mehr haben, können wir auch nichts überspringen. Gut, jetzt kommt die Spitze, die arbeiten wir immer mit zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. So, und jetzt beginnen wir die Masche, die Reihe, also die Seite, genauso wie wir diese beendet haben, mit einem Stäbchen. Das heißt, in die erste Masche kommt ein Stäbchen. Und dann folgen zweimal zwei Kreuzstäbchen. So, jetzt kommt hier am Ende zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und ein Stäbchen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und diese Reihe, die wir eben hier gehäkelt haben mit den Kreuzstäbchen, davon brauchen wir insgesamt fünf. Das heißt, ihr müsst noch genauso wie wir die Reihe eben gehäkelt haben, nochmal vier Reihen drauf häkeln. Vier Luftmaschen, zwei Stäbchen erstmal. Und dann beginnen wir schon mit unseren Kreuzstäbchen. Eine Masche überspringen, ein Stäbchen in die übersprungene Masche. So, das wiederholt jeder erstmal so für sich. Die vier Runden, insgesamt fünf, brauchen wir von den Kreuzstäbchen. So, das ist der erste Teil von unserem Mustersatz. Wie gesagt, diese fünf Kreuzstäbchenreihen brauchen wir. Und dann kommt der nächste Mustersatz, nämlich diese drei Reihen. Die sind auch ganz, ganz einfach. Damit fangen wir an mit fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also nicht so wie bei den anderen Maschen, wo wir... Da ist die Kamera. Wo wir vier Luftmaschen gemacht haben, machen wir jetzt fünf Luftmaschen. Und jetzt arbeiten wir auch ein Doppelstäbchen. Das heißt, ich nehme mir hier meine Schlingen auf, zwei Stück, und masche jeweils immer zwei Maschen ab, dreimal, und habe ein Doppelstäbchen. Nochmal. Schlingen nehmen und dreimal abmaschen. Jawohl, Doppelstäbchen. Und wir brauchen jetzt in jede Masche ein Doppelstäbchen. So, das arbeiten wir erstmal bis zur Spitze so. So, die Spitze machen wir wie immer, nur dass es diesmal Doppelstäbchen sind, also zwei Doppelstäbchen.
zwei Luftmaschen. Und dann nochmal da oben zwei Doppelstäbchen rein. Und jetzt arbeiten wir in jede Masche wieder ein Doppelstäbchen bis zum Ende, bis zur letzten Masche erstmal. Kurz vorher sehen wir uns immer wieder. Okay, jetzt fehlt mir hier hinten natürlich noch meine zwei Stäbchen, die ich noch zum Abschluss mache, also zwei Doppelstäbchen. Eine Luftmasche und ein Doppelstäbchen. Und dann ist die Runde auch beendet. Jetzt kommt die Lochmuster rein, also sprich die hier, die machen wir jetzt und die ist auch ganz einfach. Da machen wir jetzt vier Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, wenden unsere ganze Arbeit, machen hier erstmal in den Zwischenraum zwei Stäbchen. Dann kommt eine Luftmasche. Eine Masche überspringen wir, in die nächste kommt ein Stäbchen. Luftmasche, Masche überspringen, ein Stäbchen. So, das arbeiten wir genauso bis zur Mitte erstmal weiter. So, vor der Mitte kommt eine Luftmasche und die hier überspringen wir wieder. Und dann kommt in die Spitze wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und wieder zwei Stäbchen. So, und wir beginnen die nächste Seite genauso wie wir die beendet haben, nämlich mit einer Luftmasche, eine Masche überspringen, ein Stäbchen. So, jetzt arbeiten wir den erstmal bis hoch. Hier oben ende ich jetzt mit einer Luftmasche und dann mache ich hier, die hier überspringen wir und hier in diesem Ende machen wir wieder zwei Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. So, jetzt fehlt uns nur noch eine Reihe und zwar diese. Ihr seht, das ist dieselbe wie die, also auch kein Problem. Wir machen wieder fünf Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 und arbeiten wieder Doppelstäbchen. Hier in den Zwischenraum zwei Stück. Dann in jede Masche eine Doppelmasche, ein Doppelstäbchen, so rum heißt das ja. Hier bei der Luftmasche ein Stäbchen rein, bei dem Stäbchen ein Stäbchen rein. Genau. Und so wiederholen wir das die ganze Zeit, wie wir das mit der ersten Runde auch schon gemacht haben.
So, und jetzt würdet da die Schere brauchen, beziehungsweise Quatsch, ihr müsst ja euer Tuch noch länger machen. Nämlich so lange wiederholen das Muster von Reihe 2 bis Reihe 9, bis ihr die gewünschte Größe habt oder eben euer Garn komplett aufgebraucht ist. Ich habe dann zum Schluss nochmal an allen drei Ecken so Quasten mit dran gemacht. Das müsst ihr aber nicht machen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und ja, ihr könnt auch aufhören, wann ihr wollt. Also wie gesagt, wenn das Tuch euch groß genug ist, dann hört ihr einfach auf und dann ist gut. Genau. So, wie immer zum Abschluss gibt es die Häkelschrift zu Lulu Törtchen. Und zwar seht ihr da ja nochmal wie wir begonnen haben. Die erste Reihe mit den 5 Stäbchen und dann die ab Reihe 2 wird wiederholt mit den Kreuzstäbchen, Doppelstäbchen, das Lochmuster und Doppelstäbchen und dann würde wieder Reihe 2 beginnen. Genau. So, ihr Lieben. Dann war es das mit dem Video. Jo, kurz und knackig, ne? Wie gesagt, das Tuch ist ja auch eigentlich gar nicht schwer, besteht nur aus 2 Mustern, die ständig wiederholt werden. Und ja, gut. Ich freue mich wie immer über Bilder von euch. Wenn ihr wieder ein Werk von mir fertig habt, könnt ihr das wie immer auf Facebook oder auf Instagram posten. Gerne mich verlinken oder unter den Hashtag Katrinchen Kirschblüte verlinken. Da gucke ich auch immer gerne mal, ob es neue Bilder und Werke von euch gibt. Ansonsten hier auf YouTube freue ich mich wie immer über ein Däumchen, über ein Abo und über einen Kommentar. Und ganz, ganz, ganz viel Spaß wünsche ich euch bei euren Werken nachzuarbeiten, bei euren Werken nachzuwerkeln und hinterher zu tragen und zu verschenken. Und ja, das soll es denn gewesen sein für heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.